Alter, verbrennen die hier? Unser Geist wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl, ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist mangelhaft ist? Aha. Ich habe mir das Schießeisen erstmal mitgenommen. Kind, möchtest du mit mir beten? Ich tue mir weh. Bitte lassen Sie mich gehen. Wir werden dich heilen. Ich bin nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst. Okay. Immer noch ein Revolver. Nimm ich den Revolver oder das Schießeisen? Ich glaube, ich nehme mal den Revolver mit. Den haben wir wenigstens ein bisschen upgegradet. Very cleans. Schauen wir mal. Euer fucking Ernst? Euer fucking Ernst? Das ist ja wie Jigsaw auf seinem Dreirad, ey. Ganz ehrlich. Ist überhaupt nicht Lust. Ich bin Dr. Pettifog, Elizabeth. Und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Witt hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Very sleep. Oh Gott. Da sind wieder sehr viele von denen. Da ist wieder der Aufpasser, oder was ist das? Ich greife den an, lasse den alle durch die Tür laufen und schieße mit meinem Salvengeschütz drauf. Ist das ein Deal? Ich glaube, das ist gut. Guck's nach Lan. Jetzt kommen alle her hier. Hallo? Hallo? Alter, was halten die aus, bitte? Ich will nichts sagen, ich habe keine Muni mehr. Moment. Hab ich hier nicht. Wo habe ich denn eben das? Hier. Okay, wir wechseln. Wir haben übrigens noch einen Schuss dafür. Nehmen wir das Schießeisen mal lieber mit. Wir brauchen jetzt Muni, ey. Ich weiß nicht, wie viele von den kleinen Mannequins noch kommen, aber wir müssen etwas vorbereitet sein. Ja, bis jetzt kamen ganz schön viele. Und die halten noch ganz schön viel aus, ne? Finde ich. Täuscht das? Das Atrium. Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt... Das soll vernichten? Seine Erben? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Okay. You are being watched. Ah, toll. Lol. Nummer 1.
Lol. Oh Gott. Ich hab ein Problem. Lol, Moment. Lol. Wie soll ich den töten? Ich mach ihm gar keinen Schaden. Jetzt ist er tot. Oh Gott. Jetzt töte ihn doch. Hab keine Muni mehr, ihr kleinen Kackerschlacken. Oh. Oh lol. Ich find's auch kacke, dass man hier immer bloß... Oh ne, zwei Schüsse hat man damit, okay. Was liegt da? Ein Revolver. Ist ja nicht Muni... Ich hab Muni aufgehoben, oder? Ich glaub schon. Holla die Waldfee, was geht denn hier ab? Holla die Waldfee, was geht denn hier bloß ab? Soll ich mal die Pistole mitnehmen? Oh ne, ich bleib mal bei dem Ding hier. Wie das Ding mir einfach mal so gut wie keinen Schaden macht, ne? Finde ich voll gut. Alter, das ist hier gerade irgendwie voll crazy, wenn ich das mal so sagen darf. Was haben wir hier? Karabiner. Hm, dann nehmen wir den mal mit. Haben wir zwar auch nicht gerade wirklich viel Muni für, aber naja. Du isst ja gar nichts, Liebes. Hast du irgendetwas? Ich hab keinen Hunger. Früher oder später musst du was essen. Wenn du auf der Witt wartest, verhungerst du. Na komm. Wenn sie auf die Witt wartet, hä? Dieses Spiel verwirrt mich schon länger, ne? Also. Schon wussten die jetzt, dass ich komme oder so? Ja, wer weiß. Und was erhielt der Herr als Gegenleistung für sein Geschenk? Eva und ihren Apfel? Sodom und Gomorra? Die Menschheit bezahlte mit falschen Wechseln. Und nur die Flut konnte die Schuld tilgen. Denn was ist Columbia anderes als eine Arche in einer anderen Zeit? Da drüben ist noch eine Tonne. Ein bisschen Salz, ist aber voll. Okay. Weiter geht's. Das Kind ist bereit. Es ist Zeit. Prophet, selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist es? Hoffnung. Hoffnung als Krankheit, ist klar, Junge. Gruselig. Pistole. Was haben wir hier noch im Kinetoskop? Kolibris. Ja. Hammergeil. Hammergeil. Oh Gott, diese Puppen, ey. Die sehen doch überhaupt nicht gruselig aus. Hier noch ein paar leuchtenden Augen. Morgen ist ja deine Operation. Also ist was. Du hoffst immer noch, dass David kommt und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate. Ich bin auch verwirrt, ja. Warum bin ich hier jetzt nochmal 3 Lockpicks? Oh no. Oh no, da sind nochmal die Mannequins. Schrotflinte. Ich glaube, die könnte uns behilflich sein hier.
Hallo? Ach du Scheiße, ey. Okay, mit Schock und dann raufballern mit einer Schrot, das geht ganz gut. Ah. So, was haben wir hier noch? Wenn du keine Salze mehr hast, nutzt du Gesundheit, um Kräfte einzusetzen. Nee. Nee, also komm, so knapp ist es jetzt gerade bei uns nicht. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Where we learn. Sag mal, wie lang ist das jetzt hier eigentlich noch? Ja, genau, Musik, ey. Ich glaub's auch. Einst versprach ein Mann, mich von meinen Ketten zu befreien. Doch am Ende ließ er mich im Stich aus reinem Eigennutz. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Gott setzte auch einst Vertrauen in die Menschen. Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Die Enttäuschung. Ich liebte den Propheten nicht stets, flüchtete gar vor seiner Umarmung, leugnete, dass ich sein Fleisch bin, folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er nicht da. Hä? Was? Ich war nicht da für sie. Was labert sie? So, irgendwas ist hier seltsam. Sehr seltsam sogar. Warden's Office. Große offene Räume, wie ich sie hasse. Okay. Ist hier was? Und Moss. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott und immer mehr an Lutes. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen.
Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Mhm. Hier haben wir noch ein Ausrüstungsteil. Nach jedem erfolgreichen Kill bis zu 5 wird der Schaden von Waffen erhöht. Hammergeil. Nachladezeit von Waffen ist verringert. Aber das klingt richtig gut. Das nehme ich mal mit. Das rüste ich auch mal aus. Crazy, dass hier alles aussieht. Ich hätte echt mal zu gerne wissen, was hier abgeht. Oder abgegangen ist. Huch. Was ist das hier? Da ist der Schalter. Schalter zu was? Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. LOL! LOL! Das war so klar, ne? Oh Gott. Oh Gott. So, wie meine Waffe auch so am Glühen ist. Erhöhter Schaden, oder wie? Ich glaub mal. Okay. Steht auf einmal dieser komische Typ da uns, ey. Das war eigentlich logisch, ne? Plan. Ist noch da? Wie die Waffen so schön glühen. Aber hier war noch einer. Da war einer. Aber manchmal steht der Geist ihr im Weg. Gibt der Geist nicht nach, muss man ihn jeder Version seiner selbst aussetzen. Entweder gibt er dann nach, oder er wird auf ein Nichts reduziert. Ist hier lang? Scheint. Was richtig gruselig wäre, wenn der Rollstuhl jetzt weg wäre. Das wäre richtig große crazy Kacke. Hä, war ich nicht hier? Toll, ich bin ja im Kreis gelaufen. Naja, fahren wir wieder hoch. Also hier sind auch noch Wachen.